So, Entschuldigung für die abrupte Unterbrechung. Wir sind hier direkt wieder nach diesem schicken kleinen Kampf hier und ja. Ja, ich bin gerade eingeschlafen, tut mir leid. So, wir gucken hier mal ein bisschen um. Alter, schon wieder 30.700 Punkte. Ja, aber setz doch gleich mal das Kristallium weiter hoch, ne? So, was war das? Wir wollten bei ihr auf Brecher gehen oder auf Heiler? Brecher, ne? Genau, wegen den Angriffskraft und so weiter. Nein, schade. Jetzt machen gehen wir auch gleich bei ihr hier weiter. Bei ihr geht es dann auch bei Brecher weiter, um auch ihre Angriffskraft zu erhöhen. Kling, kling. Aggression. Na, das klingt ja interessant. So. Und Höp bekommt seine Heilerfähigkeiten aufgewertet. Kling, long, kling. Oh, schade. So, ja, was machen wir jetzt? Jetzt, habe ich mich ehrlich gesagt wieder mal ein bisschen drüber informiert, was mein Problem ist, warum ich hier, nicht so wirklich vorankomme. So, komm mal her hier. Geschäfte. Genau. Wir brauchen Großhandel. Brock kaufen. Wir brauchen den hier. Genau den hier. Perovit. Oder wie das Ding heißt. Perovskit oder etwas. Genau das Ding brauchen wir, um Lightnings Waffe aufzuwerten. So. Und weil wir hier einige Gegenstände nicht nutzen, wie zum Beispiel den Lebensretter. Den Hautglare. Kling. Und so einige Waffen, wie zum Beispiel die von Zeth, weil so Dolly ihr rummeckert und rumjammert, ich werde definitiv nicht Snow oder Vanille oder so in die Gruppe packen. Nein, ich bleibe bei dieser Gruppe. Warum? Weil ich es kann. Achso, kaufen. So, jetzt habe ich es aber. Kling. Einmal bitte. Dankeschön. So. Und jetzt kommt das, worauf ich schon ewig lange gewartet habe. Modifizieren. Waffen. Fanal. Sturmklinge. Da ist es. Kling. So, klar. Angriffskraft. Magie ist jetzt gesunken. Ja. Dafür haben wir aber noch eine ganze Menge an Kram. So, wir gehen auf Geschäfte, kaufen uns nochmal nicht im Drogeriemarkt, sondern im Bio-Waren frischen Frischer. Dididididin. Kaufen wir uns Dunkelzahn, Kristallpanzer. Nein, wir kaufen uns wieder eine ganze Menge Dunkelzähne. Und zur Sicherheit noch mal eine ganze Menge Wildleder. Klick. Um unser schickes Schwertchen hier noch mal ein bisschen zu modifizieren. So. Magnur Sturmklinge. Stufe 10. Genau. So. Wieder im üblichen 10er Schritt. Kling. Auf 1,5. Wieder der 10er Schritt. Jo. Zweimal. Jo. Und na komm. Fünf? Nein. Ein noch? Nein.
Ja, das klingt interessant, aber ich will diesen EP-Bonus haben, um jetzt auch Axiallage ordentlich aufwerten zu können. Ideal Light Element. Wisst ihr was? Ich hau da alles drauf. Plof. So, Dunkelzahn. Zweifach. Dreifach. So. Gut. Euch kann ich ja auch mal alle drauf werfen. Unheil fangen. Ja, kriegt es auch noch hinterher geschmeißt. Alle hier klingen so. Erstmal wieder nach Alphabet sortieren. So, Dunkelzähne habe ich noch 20, Wildleder habe ich noch 99. Die Tesla-Turbine ist verlockend, aber ich lasse es lieber. Oh, sehr schön. Zerfleischerschwinge. Ja, komm hier. Weg damit. Habe ich auch nicht so viele von. Möbiusspule habe ich nicht so viele von. Magnetspule, Kristallträne, Knochenstück. Was wollte ich denn jetzt? Ach, ich prügel da jetzt alles von den Dingern hier wieder drauf. Na, das ist viel zu teuer. Na gut, wir lassen es jetzt erstmal so. So, fertig. Nein, Ausrüstung. Wir gucken uns nochmal ganz kurz. Anlegen. Ja, da geht es nämlich schon los. Chaosschwert, immer noch Magie runter. Das heißt, wir sind immer noch besser bedient, dadurch, dass die Magie oben ist. Weil es ist definitiv ein viel größerer Allrounder, wenn wir es so machen. Oh, schön, da sind wieder die ganzen Gegner. Gut, ja, ich werde jetzt hier abspeichern, wie schon einmal gesagt. Und werde dann jetzt hier auf Leveling-Tour gehen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe wieder. Tschüssi!